Es sieht so aus, als ob wir ein bisschen was von dem Schwung der Rallye zum Ende der vergangenen Woche auch in die neue Börsenwoche mit hinübernehmen. Denn die Kurse der deutschen Aktien, die steigen heute. Auch der deutsche Aktienindex ist deswegen natürlich relativ deutlich im grünen Bereich. Wir kommen im Detail gleich noch drauf zu sprechen. Rückenwind kam natürlich hauptsächlich vom US-amerikanischen Arbeitsmarktbericht. 255.000 neue Jobs wurden im Monat Juli geschaffen. Das ist deutlich mehr gewesen, als Analysten vorhergesagt hatten. Die hatten nur so mit 180.000 neuen Stellen geliebäugelt. Darüber hinaus haben wir am heutigen Morgen Daten von der deutschen Produktion bekommen. Die kletterte im Monat Juni um 0,8%. Ökonomen waren von einem Wachstum von 0,7% ausgegangen. Auch die Ölpreise übrigens, die steigen wieder, sind jetzt heute auf dem höchsten Stand der vergangenen zwei Wochen erst einmal angekommen. Aber es gibt auch trübe Nachrichten, zum Beispiel aus China. Dort ist nämlich der gesamte Außenhandel deutlich nochmal zurückgegangen im Vergleich auch zur gleichen Periode des Vorjahres. Das war im Vormonat schon so und jetzt wieder. Die Importe nämlich, die sind in China um 12,5% eingebrochen und die Exporte, die sanken um 4,4%. Da hatten Ökonomen zwar jeweils mit Rückgängen gerechnet, allerdings nicht mit so deutlichen. Trotzdem, wie gesagt, zeigt sich der Aktienmarkt derzeit in einer sehr robusten Verfassung. Natürlich ist es relativ ruhig im Börsensaal, weil die Umsätze aufgrund der Sommermonate im Moment nicht so hoch sind. Aber es sind trotzdem Investoren unterwegs, die vielleicht auch gerade aktuell so das eine oder andere Schnäppchen versuchen zu machen. Und da gibt es vielleicht sogar Möglichkeiten im Finanzbereich. Zumindest sehen das viele Anleger so. Denn die Banktitel, wie hier in Deutschland Commerzbank und Deutsche Bank, die waren ja seit Anfang des Jahres um rund 40% im Wert gesunken. Und deswegen sind dort jetzt in der Erholungstendenz die Gewinne besonders stark. Commerzbank und Deutsche Bank führen deswegen auch die DAX-Gewinnerliste heute an. Die COBA jetzt mit einem Gewinn von 2,6% auf 5,53 €. Bei der Deutschen Bank geht es sogar noch etwas kräftiger nach oben, um 2,8% auf 12,12 € im Augenblick. Kommen wir noch zu unserem Marktüberblick. Die amerikanischen Indizes S&P 500 und Nasdaq hatten ja zum Ende der vergangenen Woche neue Rekordhöchststände aufgestellt. Der Dow Jones Index, der ging dann seinerseits mit einem Schlussstand von 18.544 Punkten und einem Gewinn von 1% aus der Börsenwoche. Heute haben wir den Euro und das Gold relativ unverändert, aber der DAX liegt bei 10.450 Punkten mit 84 Zählern oder 0,8% im grünen Bereich.